Willkommen zu der neuen Reihe von Krankheit zu Heilung. In dieser Reihe beschäftige ich mich mit Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und in kurzen Sessions möchte ich dir diese Fragen beantworten. 15 Minuten etwa, ja. Heute geht's los mit der Frage, Fabian, wieso bist du Heilpraktiker geworden? Heilpraktiker bin ich geworden, das fing Anfang der 2000er an, weil ich selber krank war, weil ich mich selber gar nicht gut gefühlt habe, weil es mir schlecht ging. Und ja, das waren wirklich verschiedenste Symptome, immer wieder erschöpft, immer wieder zyklisch, regelmäßig erschöpft. Ich habe viel angefangen. Dieser letzte ausschlaggebende Punkt war die Zeit in Berlin, Potsdam-Berlin, wo ich damals gelebt habe. Und ich habe studiert, Archäologie, Kunstgeschichte, Rechtswissenschaften, alles auf Magister und habe immer wieder mich da reingegeben, voller Enthusiasmus, voller Begeisterung und habe die Vorlesungen besucht, bin aber immer wieder über eigene Grenzen, habe meinen Kräftehaushalt nicht beachtet und bin immer wieder in den Keller gerauscht damit. Also wirklich erschöpft, ausgebrannt. Dann gab es eine ganz lange Phase, wo das alles irgendwie keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich habe mich zu kaum was aufraffen können. Also ich habe dann noch irgendwie meine Jobs gemacht, um mein Geld zu verdienen. Aber es hat sich alles sehr dunkel, sehr grau angefühlt. Ich habe irgendwann einfach das Gefühl gehabt, ich bin total überfordert. Es ist sinnlos. Und das macht natürlich Druck, das macht Ängste. Ja, das macht einfach die Frage, wie gehe ich da weiter mit mir um? Aber ich hatte die Antwort nicht. Und ein guter Freund damals hat mir empfohlen, geh mal zu dem Heilpraktiker. Ich bin da auch gerade, der hatte so Rückenschmerzen und so weiter. Und er hat mir das empfohlen, sagte, hey, der ist gut, es wird besser. Ja, auch was bei ihm vorher einfach so auftauchte und irgendwie nicht einfach so von sich aus wieder besser wurde, sich wieder selber geheilt hat, wurde dann mit dem Besuch bei ihm durch den Heilpraktiker besser. Und ich dachte mir, naja, ich probiere das auch mal aus. Das ist eine gute Empfehlung. Bis dahin, ich hatte nicht wirklich innerlich viel Option, wie soll ich mit dem Thema umgehen? Also mit meiner Überforderung, mit meinem depressiven Zustand, was wirklich bis in die Selbstmordgedanken ging. Also ich kann mich noch wirklich an sowas erinnern, wie ich lag da einfach auf meinem Bett und starrte an die Decke, starrte an die Tapete und habe wirklich mir einfach nur gewünscht, mich gefragt, hey, wann ist das hier alles zu Ende? Und damit meine ich jetzt nicht diese Phase oder dieser Zustand, sondern wann bin ich hier raus aus diesem Leben? Zum Glück habe ich es nicht gemacht, aber wie gesagt, das war so der Zustand mit den Schlagworten jetzt für dich zum Verstehen. Und ja, ich hatte nicht wirklich innere Optionen, nicht wirklich innere Alternativen. Was mache ich damit? Zu einem Arzt, das wusste ich, also einem normalen Hausarzt, also da brauche ich da nicht gehen in dem Fall. Der wird irgendwie sagen, ich muss damit zum Psychotherapeuten, zum Psychologen, das war mir klar, aber irgendwie war das nicht, das hat sich nicht gut angefühlt oder sagen wir mal so, ich konnte mich nicht aufraffen, dahin zu gehen. Und dann kam diese Empfehlung von dem Heilpraktiker sehr gerufen, da hat es mich irgendwie hingezogen. Und dann war ich da. Und es war eine ganz andere Welt. Erstmal, da saß jemand, hat mir 2 Stunden lang im Grunde viel zugehört, mir spannende Fragen gestellt. Fragen, also die Zusammenhänge die Zusammenhänge aufgemacht haben, diese Fragen oder Schlüsse gezogen haben, die mir vorher gar nicht so bewusst waren, die auch nicht klar waren. Heute weiß ich, das ist eine gute Anamnese einfach. Die macht sowas, dass einem Dinge klarer werden oder man sieht einfach nochmal mehr Bausteine, mehr Elemente in dem ganzen System, das man da mit sich trägt. Naja, und ich fühlte mich da ganz gut aufgehoben bei dem. Der hat mich verstanden, das war mein Gefühl, das war meine Wahrnehmung. Und
Dann war der ja sozusagen Heilpraktiker, hat verschiedene Dinge gemacht, systemische Aufstellung, Körperarbeit, aber vorrangig sozusagen in der Anamnese ging es darum, für ihn mich zu verstehen, meine Krankheit oder mein Leiden da zu verstehen, wie wir das sagen würden als Homöopathen. Und daraus zu erkennen und zu wissen, welches Mittel er mir geben muss. Das war 2003, ja, also wie gesagt, Anfang der 2000er oder Ende 99 fing das Ganze schon so an. Und der hatte Ahnung von dem, was er da tat, und er gab mir Calcium Carbonicum. Potenz war C100.000. Das war das zweite. Das erste Mal war es die C10.000. Beim zweiten, also bei der Folgeanamnese, beim Folgetermin war es die C100.000, die er mir gegeben hat. Aber auf jeden Fall, das Spannende, das möchte ich gerade mal kurz in den Fokus rücken, weil das ist das, worum es geht. Ich habe das bekommen, habe mich da gut aufgehoben. Wir haben uns den nächsten Termin ausgemacht. Ich fand das sehr toll. Ich fühlte mich irgendwie erstmal auch wie ein bisschen bestärkt. Und dachte mir, ja, okay, dem gebe ich jetzt eine Chance, das fühlt sich gut an. Hatte aber keine Ahnung von Homöopathie. War dem erstmal aufgeschlossen, weil neutral. Und dann passierte was ganz Fantastisches. 2-3 Tage später, ich ging irgendwie zum Einkaufen, schleppte mich da die Straße runter. Merkte ich plötzlich, also es tat sich eine Wahrnehmung auf von, oh, der Himmel, also ich schaue jetzt extra mal so nach oben, der Himmel ist farbig. Irgendwie ist es gerade leichter. Also ich hatte so eine Wahrnehmung von, das Leben ist bunter, leichter, farbiger, als ich es bis dahin so gespürt und wahrgenommen habe. Und das war für mich schon mal eine Riesensache. Ich fühlte mich freier, leichter. Ich merkte, wie ich wieder eine Idee bekam von, da ist ja Kraft, ich habe Energie, weil das habe ich bis dahin völlig in Zweifel gezogen, weil ich es eben nicht hinbekommen hatte, meine ganzen Pläne, mein Studium etc. Und ich merkte plötzlich, wie der Himmel aufgeht und es wird blau, es wird sonnig. Und ich merkte plötzlich eine Leichtigkeit und nichts, nicht mehr viel von irgendeiner Schwere. Und das weiß ich, weil ich hatte diese 2-3 Tage zwischen dieser Gabe des Calciumcarbonicums und eben diesem Tag, hatte ich nichts gemacht, sozusagen innerlich oder äußerlich. Das führe ich ganz stark auf diese Gabe des Calciums zurück, das weiß ich jetzt mittlerweile. Und das war der erste Einstieg, der erste Moment, wo ich glaube, sich zum ersten Mal was gezeigt hat von, das ist ja spannend. Diese kleinen Kügelchen machen sowas aus, weil ich habe bis dahin nicht gedacht, dass dieser Zustand sich wirklich ändern könnte. Also tiefgreifend, weil das war eine tiefgreifende Veränderung. Und dann ging ich regelmäßig, dann fing ich an, weil ich so erstaunt, überzeugt, überrascht war, fing ich an, regelmäßig zu diesem Heilpraktiker und Homöopathen zu gehen und begann meine Themen aufzuarbeiten. Alles das, was mir begegnet ist, innerlich, äußerlich, mir anzuschauen, immer wieder begleitet von den verschiedensten Werkzeugen. In dem Fall zu Beginn sehr viel Homöopathie habe ich da kennengelernt. Und dann fiel mir jetzt noch in Vorbereitung auf diese Folge 1, wieso ich eigentlich Heilpraktiker geworden bin, fiel mir noch ein, dass ich 2 Jahre davor schon mal, das war noch damals in Magdeburg, meiner Heimatstadt, schon mal bei einem Heilpraktiker war. Der war eher sehr körperlich orientiert, der hat nicht so stark, ich sag mal, in dem Sinn die geistige Ebene bearbeitet. Der hat das natürlich mit einbezogen, das tun wir immer als Heilpraktiker oder speziell als Homöopathen, das ist auch Teil dessen. Aber da weiß ich noch, der hat mir auch, das war auch meine sozusagen erste Begegnung mit Homöopathie, die rückte dann nur halt stark in den Hintergrund, der hat mir auch Calciumcarbonicum gegeben. In einer Depotenz damals, das weiß ich noch. Also sehr, noch sehr stofflich, sehr aufs Körperliche bezogen. Und
Ich weiß aber noch, was, zumindest jetzt im Nachhinein, was auch, glaube ich, ein starker Ausschlag war, dass der zweite Heilpraktiker, der mir dann diesen Erfolg, diese Heilung beschert hat aus diesem Zustand raus, was für den sehr ausschlaggebend war, glaube ich, war, dass ich ein Symptom hatte, was sich bis dahin immer wieder gezeigt hat. Also ein Phänomen, kann man auch sagen, ein Leiden, ja. Und zwar, ich bin immer wieder umgeknickt. Das ist mir bis dahin jedes Jahr ein paar Mal passiert. Immer wieder mit dem Sprunggelenk umgeknickt. Immer wieder mit dem Fuß. Das ist ein typisches Calcium-Symptom. Knickt um. Und dann tut das weh, dann schwillt das an, ne? Dann muss man das kühlen, etc. Und wirklich das Verrückte. Und das ist mir seitdem fast nie wieder passiert. Also es war sprunghaft nach diesen beiden Calcium-Gaben war das weg, ja. Weil was macht Calcium? Calcium gibt Stabilität, gibt auch eine gewisse Form von Elastizität, Flexibilität. Aber erstmal dieses, ich habe wieder ein Gerüst, ich habe wieder Sicherheit, ich spüre meine Mitte und ich wanke nicht, ich stolpere nicht. Das ist ja sozusagen auch eine, ich knicke nicht um. Das ist ja eine gewisse Form der Übersetzung. Was kann dieses Phänomen bedeuten, wenn es einem immer wieder passiert? Und das war mir bis dahin immer wieder passiert. Und es war auch so, dass wenn mir das passiert ist, noch wochenlang danach war irgendwie dieser Schmerz, dieses Trauma, ja, dieser Unfall immer noch zu merken im Gelenk und in diesen Sehnen und Bändern. Um nochmal zur Frage zurückzukommen, wieso bin ich dann Heilpraktiker geworden? Da wurde der Same gesetzt, weil ich fand es erstaunlich. Erstaunlich mit einer solcher Gabe, gutem Zuhören, das eigene Handwerkszeug können, was diese Homöopathie angeht, also das Wissen um diese Mittel, das Wissen um die Anwendung, das Wissen um die Symptome etc., fand ich sehr spannend. Da war, glaube ich, zum ersten Mal der Samen gesetzt bei mir, so eine Idee von, das könnte doch was für dich sein, weil das wusste ich zu dem Zeitpunkt, zuhören konnte ich da schon gut. Bis dahin habe ich wenig geredet von mir aus, war eher sehr schweigsam. Habe natürlich, wenn man mich gefragt hat, auch was erzählt, aber von mir aus eher sehr schweigsam. Auch das hat sich dann im Laufe dieser Behandlung, dieser Sitzungen immer wieder gezeigt und auch verändert mittlerweile. Aber das konnte ich gut zuhören und die Menschen dabei sehen und verstehen auf eine andere Art und Weise. Und dazu hat diese homöopathische Sichtweise dann sehr gut gepasst, wie ich das feststellte, weil ich habe natürlich angefangen, mich sofort, als ich merkte, oh, Calcium ist jetzt auch nicht so ein, ich sag mal, ist jetzt auch nicht so ein, ohne das böse zu meinen, ist ja auch nicht so ein super spannender Stoff. Calcium ist wunderbar, Calcium ist ein Grundgerüst unseres Körpers, ist ein Grundelement unseres Körpers, Calcium ist sehr viel vertreten, ist sehr wichtig, das meine ich damit nicht, aber ist jetzt kein so, ist nicht so super spannend, ne? Da gibt's, wenn man homöopathisch bewandert ist, trotzdem erzähle ich es, da gibt es viel, viel spannendere Mittel. Aber auch Calcium ist wichtig und Calcium wird gebraucht. Trotzdem, ich war erstaunt, wow, dieses nicht so ganz spannende Mittel macht so etwas mit mir und kann mich in so einen Zustand versetzen. Also da war der erste Same. Und dann ging es ein paar Jahre weiter, bis ich dann 2006, also so gut 3 Jahre später, im Laufe dieser Behandlungssitzungen immer wieder regelmäßig alle 3, 4 Wochen, 5 Wochen irgendwann mal wirklich diesen Gedanken in mir aussprach, dieses Gefühl, dem mal Raum gab, zu sagen, hey, das würde ich doch gerne machen. Und auch mit dem Therapeuten, mit dem Heilpraktiker, darüber gesprochen habe. Und der hat mir natürlich dann, weil er auch aus diesem Haus kommt, die Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin, empfohlen. Da habe ich auch meine Heilpraktika-Ausbildung angefangen, 2007. Genau aus dem Grund, das zu erfahren, was dieser Mensch erfahren hatte, auch mich noch besser kennenzulernen, mir dieses Wissen anzueignen und natürlich, um eine ganz offizielle Erlaubnis zu bekommen, Menschen zu begleiten, Menschen in die Heilung begleiten zu dürfen, weil ich es bei mir so heilsam, so wirkungsvoll erlebt habe und das jetzt auch schon in den ganzen Jahren meiner Praxis, in den ganzen fast 14 Jahren meiner Praxis. Natürlich schon, wie gesagt, seit Anfang der 2000er mit Heilkunde beschäftigt, aber in den fast 14 Jahren meiner Praxis immer wieder gesehen habe, wie wirkungsvoll, wie kraftvoll zum Beispiel die Homöopathie ist. Darum bin ich Heilpraktiker geworden, um das mit den Menschen zu erleben und denen das zu ermöglichen.
diesen Weg zu gehen in ihre eigene Heilung. Ja, das dazu. Ich danke dir erstmal für das bis hierher Zuhören und freue mich, wenn du dranbleibst. Bei der nächsten Folge geht es dann um die Frage, auch die höre ich immer wieder, Fabian, was machst du denn alles in deiner Praxis? Das werde ich dir beim nächsten Mal erzählen, in einer Woche. Also, dir einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.